Wer eine Katze bei sich aufnimmt, übernimmt Verantwortung für viele Jahre. Bei dieser Entscheidung sollten nicht außer Acht gelassen werden, ob wir eine Kätzin oder einen Kater adoptieren, denn sie unterscheiden sich wesentlich in ihrem Verhalten. Wir möchten euch mit unserem heutigen Video helfen, herauszufinden, welches Geschlecht besser zu eurer Familie und eurem Lebensstil passt. Bleibt dran! Zu Beginn möchten wir betonen, dass Kätzchen und Kater sich in ihrem Verhalten zwar unterscheiden, ihr dürft aber nicht vergessen, dass Tiere, wie wir Menschen, ganz individuelle Charakter haben und sich nicht über einen Kamm scheren lassen. Wir geben euch einen Überblick über die häufigsten Merkmale bei Katzen. Katzen sind normalerweise liebevoller und heimeliger. Sie suchen häufig physischen Kontakt, möchten sich in ihrer vertrauten Umgebung sicher fühlen und haben einen starken Beschützerinstinkt. Dieses Bedürfnis ist ihnen angeboren und sie suchen instinktiv nach ruhigen Zufluchtsorten, nicht nur, wenn sie trächtig sind. Aufgrund ihres Bedürfnisses, alles unter Kontrolle zu haben, tolerieren Katzen weniger plötzliche Veränderungen, sowohl von Gewohnheiten als auch in der Umwelt. Kätzchen markieren zwar nicht wie Kater ihr Revier, sollten aber trotzdem rechtzeitig kastriert werden. Der Grund liegt auf der Hand. Haben Katzen Freigang, kann es recht schnell zu einer Schwangerschaft kommen. Auch reine Wohnungskatzen sollten kastriert werden. Die Tiere werden sonst einmal im Monat rollig und halten in ihrer Sehnsucht nach einem Kater ihre Halter gern noch nachts wach. Da bei weiblichen Katzen bereits ab einem Alter von 6 Monaten mit der Geschlechtsreife zu rechnen ist, solltet ihr bei eurer Entscheidung nicht zu viel Zeit verlieren. Eine Kastration ist auch empfehlenswert, um der Katze unnötige gesundheitliche Probleme zu ersparen. Kater haben im Gegensatz zu Katzen, die es lieber ruhiger mögen, einen ausgeprägten Sexualtrieb, der sie unentwegt herumstromern lässt auf der Suche nach rolligen Katzen. Der Charakter männlicher Katzen ist unabhängiger und lebendiger als der weiblicher. Dieses Verhalten kann zu Problemen führen, da sie dazu neigen, wegzulaufen und weitläufig das Gebiet außerhalb des Hauses zu erkunden. Unfälle können so nie ausgeschlossen werden. Kater geraten häufig in Konflikt mit anderen Katern, weil sie um Territorium und rollige Weibchen konkurrieren. Leichte Kratzer und Bisse sowie Krankheiten können die Folge sein. Abgesehen davon können Kater ihr Territorium mit Urin markieren. Eine sehr übelriechende Angelegenheit. Die Kastration führt bei männlichen Tieren dazu, dass sie insgesamt ruhiger und ausgeglichener werden. Das vorher genannte Verhalten zeigt sich weniger stark ausgeprägt und es ist die sicherste Option für euren Kater. Und Achtung! Auch Kater sollten ab einem Alter von 6 Monaten kastriert oder sterilisiert werden. Gleiches gilt übrigens für Hauskatzen. Da es ihnen nicht möglich ist, ihre Triebe auszuleben, kann es schnell zu Stress und Verhaltensproblemen kommen. Und was denkt ihr, würde besser zu euch passen? Kätzchen oder Kater? Und warum? Wenn ihr unser Video hilfreich fandet, gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal!